Die Redaktion der Zeitung ist unterwegs und befindet sich jetzt in Taraz. Um ein paar Wörter über die Stadt zu sagen, Taraz ist eine der ältesten Städte in Kasachstan und liegt im Süden des Landes, nähe der Grenze zu Kirgisistan. Wir haben für euch einen interessanten Beitrag über einen Künstler aus der deutschen Gemeinschaft vorbereitet. Der Name des Malers, Leonid Wladimirovich Brümmel, wurde erst nach seinem Tod bekannt. Er wurde 1889 in der Ukraine geboren. Леонид Владимирович Брюма wurde 1889 in Cherson geboren. Das Malertalent zeigte sich früh im Sohn des Russlanddeutschen Wladimir Alexandrovich von Brüma und der Französin Marie Gauthier. Sofort nach dem Gymnasiumabschluss ging er 1910 in der Kiewer Künstlerschule in die Klasse für Stillebenmalerei. Nach erfolgreichem Abschluss trat Leonid 1950 auf Empfehlung seines Lehrers in die St. Petersburger Künstlerische Kaiserakademie ein, da ihm die Mittel zum weiteren Studium fehlten, kehrte er nach Kiew zurück und begann hart zu arbeiten, nahm an vielen Ausstellungen teil und schloss sich sofort dem Freundeskreis der Künstler an. Im Jahr 2002 haben das Regionalmuseum, die Gesellschaft der Deutschen und die Deutsche Botschaft in der Republik Kasachstan die Gründung des Kunstmuseums Brümmel in Taraz erreicht. Der Künstler hat eine ganze Galerie von einfachen Leuten aus dem ländlichen Kasachstan geschaffen. Maschinenbediener, Tischler, Fischer, Kinder. Die Naturfarben auf seinen Leinwänden vermittelt der Meister mit allen Feinheiten der Farbwahrnehmung. Die Stimmung, das einfachste Motiv, ist innen Akku zu spüren. Die Handlung erhält Charme in seinen Werken, kommentiert die Kunstkritikerin Svetlana Kiliaglova die Ausstellung. Mehr als 1000 seiner Gemälde, großen und kleinen Werke sind im Kunstmuseum ausgestellt. Seine Werke durchzieht das Thema Natur. Es begeisterte den Maler in den schwersten Momenten. Brümmel lebt in verschiedenen Teilen der Sowjetunion, sodass die Natur der Krim, des Kaukasus und der Ukraine auf den Leinwänden des Künstlers zu sehen ist. 1941 wurde Brümmel wegen seiner deutschen Herkunft in die Region Pavlodar deportiert. Hier hatte er die Gelegenheit, sich in seine Arbeit zu vertiefen. Durch das Zeichen der Natur wollte der Künstler seine Aufregung und Gemütsbewegung vermitteln. In dieser Zeit malte er eine Reihe von Gemälden zum Thema Wildblumen der Region Irtysh. Der Künstler ändert die Farben auf den Bildern herrlich und variiert sie kunstvoll. Er schenkt seinen Werken etwas Einzigartiges, was man als Brümmersche Laune bezeichnet und präzise unter den Gemälden anderer Autoren erkennt. Der Maler unternahm viele Anstrengungen, aber keinen Schritt von seiner Berufung, als ob er zum Kunst verurteilt war. Auf Pappstücken, Buchumschlägen, Fotopapier, Postkarten, Sperrholz und Wachtuch malte der Künstler einzigartige Landschaften der kasachischen Städte. Der 66-jährige Maler siedelte im Jahr 1955 nach Jambyl über. Trotz der Vorgerübte des Alters arbeitete er viel hier. Außer Ausstattungstätigkeit, mit der er sich sein Brot verdiente, malt er beständig. Und heute können wir dank dem Maler in die Stadt Jambyl zurückkehren, die ein halbes Jahrhundert alt ist, und seine Landschaften beobachten. Neulich habe ich mich nicht enthalten und begonnen, den Reif der Natur nachzuzeichnen. Es war ja ziemlich kalt. Darum habe ich mich so angepasst, habe die Staffelei, davor einen Hocker, auf den Hocker einen Primuskocher gestellt. Damit er nicht erlöscht, habe ich ihn mit einem Bleichstück umgezäunt. Der Primuskocher wärmt sowohl die Leinwand an der Staffelei als auch die Palette in der Hand. Und so kann man malen. Leonid Wladimirovich Brümmel starb am 1. November 1971 im Altenheim, im Alter 82 Jahren. Brümmel, von Herkunft Deutscher und Franzose, der in der Fremde lebte, verstand und schätzte Menschen verschiedener Nationalitäten hoch. War er glücklich oder glaubte er wie Pasternak, dass das Schaffensziel in Hingabe nicht im Rummel und Erfolg steht? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Große Grüße von Taraz.
Ihre Dazti.